möchte aber jetzt besonders vorstellen, Frau Anke Peitmann, Landesvorsteherin oder Vorsteherin des Lippischen Landesverbandes. Herr Heuwinkel war ja ursprünglich angekündigt, der Landrat, der hat ja schon häufig gesprochen und so freue ich das. Heute die Landesvorsteherin hier ist, der Landesverband Lippe, dem gehört ja der Silvaticum-Park direkt nebendran, wo die Gäste hier regelmäßig spazieren, die Externsteine, größere Teile des Waldes, das Mainbad, die Kureinrichtungen hier von der Stadt Bad Meinberg, Museen, Theater und vieles andere. Und Frau Peitmann ist neu als Vorsteherin und spricht auch erstmals zur Eröffnung eines Kongresses hier. Und ich danke mich, dass Sie erstmals hier dann sprechen. Dankeschön. Kann man das auch abbauen? So, ich nehme das einfach mal so in die Hand, weil das mir dann leichter fällt. Also erst einmal, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann nur sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, bei Ihnen zu sein. Ursprünglich war gar nicht geplant, jedenfalls nicht von mir, dass ich Grußworte halte, sondern ich bin eigentlich per Zufall auf dieses wunderbare Yoga-Zentrum gestoßen. In einem Rundgang, als wir den Bauernmarkt eröffnet haben, habe ich einen Kollegen kennengelernt, der hier die Öffentlichkeitsarbeit betreibt und habe dann gesagt, also dieses Yoga-Zentrum, ich habe schon sie recherchieren dürfen, aber ich habe es noch nicht selbst kennengelernt und wollte es unbedingt kennenlernen und nichts besser, als das bei so einem hochkarätigen Kongress zu machen. Ich glaube, Sie als Besucherinnen und Besucher haben sich da eine sehr, sehr gute Adresse gesucht, wo man das Thema Yoga von der Praxisseite, aber auch von der Wissenschaft Seite anschaut. Sie haben es angesprochen, Landesverband Lippe, also so etwas werden gerade die Besucherinnen und Besucher, die außerhalb von Lippe kommen, nicht kennen. Wir sind ein Unikat, da legen wir Wert drauf, ein Solitär, eben in den Themen Kultur, aber auch im Thema Wellness, Gesundheit. Das Staatsbad Meinberg ist ein Gesundheitsbereich, dem wir natürlich auch viele neue Bereiche zuordnen. Und umso schöner ist es, also dass Sie hier mit diesem wunderschönen Yoga-Zentrum, dass der Yoga-Vidya-Verein sich hier positioniert hat in Hornbad Meinberg, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu vielen, in Anführungsstrichen, traditionellen Bereichen Das Wort Wellness, da habe ich immer so ein bisschen mein Problem mit, also des körperlichen Bewusstseins, des seelischen Ausgleiches, und in diesem Bereich, so möchte ich auch Yoga verstanden wissen. Eins muss ich gleich am Anfang sagen, ich bin Yoga-Laien, aber auch da waren wir schon im Gespräch, dass ich eigentlich gerne das auch mal ausprobieren möchte und es so wunderschön ist, dass das hier auch in der Nähe möglich ist. Ich glaube, dass es eine ganz tolle Strategie-Sache ist, dieses Yoga-Zentrum, den Yoga-Vidya-Verein hier in Hornbad Meinberg zu haben, weil die asiatischen Heilmethoden und die Gesundheitspraktiken, die ja auf das Bewusstsein der Menschen abzielen, für ihren eigenen Körper, für ihre eigene Gesundheit schärfen. Und ich nehme wahr, dass es auf einer Seite so einen Trend gibt, so eine moderne Richtung, auf der anderen Seite aber mehr auch dahinter steht. Also ich habe Freunde, Bekannte, die sehr langjährig Yoga betreiben und sie merken schon, die sind in Anführungsstrichen etwas anders drauf. Also auch positiv drauf. Das muss man nicht deshalb so dieses Thema sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das lohnt sich gerade in Zeiten, wo sie immer mehr dieses Thema Globalisierung, Hektik, nicht zu sich selbst finden, das doch schon auch bei uns selbst hier im ländlichen Raum ein Thema ist und Yoga, so wie ich es wahrnehme, schon hilft, dass sie mit ihrer Seele ins Reine kommt, mit ihrem Körper ins Reine kommen, aber auch nachhaltig gucken, wo will ich eigentlich hin. Also es hat sehr viele Aspekte, nicht nur den reinen Gesundheitsaspekt, nicht nur den Körperaspekt, sondern ich glaube, es ist ja
offensichtlich eine Philosophie, die dahinter steckt, die ganzheitlich ist, und das macht sicherlich auch die Kraft aus. Also ich freue mich, dass wir dieses Zentrum haben, dass es eben nicht nur ein Zentrum ist. Ich habe lange in Köln gearbeitet, wo sie quasi an jeder Ecke einen Yogakurs machen können, sondern dass es eben auch nur aus das, was ich wahrgenommen habe, eine hohe Qualität hat, dass sie hier sehr gut ausgebildet werden können, dass sie die wissenschaftlichen Aspekte beinhalten und erfahren können. Also es hat eine andere Qualität als irgendwo, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, auch das gibt es sicherlich bei irgendeinem Schnellkurs, Crashkurs, wo jemand Yoga draufgeschrieben hat, aber Yoga ist nicht drin, etwas vermittelt bekommen. Von daher glaube ich, dass ich Sie alle beglückwünschen kann, dass Sie den Weg hier nach Hornbad Meinberg gefunden haben, dass Sie hier, glaube ich, sehr, sehr viele anregende Erkenntnisse finden können, dass Sie hier Praxis üben können. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Anregungen, die ich hier erfahren werde. Wir haben uns gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Recker vorgenommen, auch Yoga als Betriebsangebot, finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass Sie das hier als Thema haben, aber natürlich auch der Eingangsvortrag, was macht das eigentlich mit unserem Gehirn, darauf freue ich mich sehr, freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, freue mich, bei Ihnen zu sein, wünsche Ihnen vor allen Dingen aber sehr, sehr viel Spaß dabei, weil ich glaube, Yoga und Spaß gehören doch zusammen. Ich hoffe, das ist immer so. Ich habe das so wahrgenommen. Herzlichen Dank.